Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Donnerstag. Ja, schon Richtung Abend, genau. Ich habe den ganzen Tag wieder im Bett verbracht. Ging überhaupt nicht anders. Ich habe nichts gegessen, großartig. Ein bisschen Brühe getrunken, aber jetzt will ich auch mal was essen. Also momentan geht's. Ich habe wieder was genommen. Mir läuft zwar gerade alles runter hier. Also ich muss mich gleich wieder umziehen zum zweiten Mal. Ist aber egal. Ich habe vorhin versucht schon was zu machen. Mir ging es auch im Bett ganz gut. Ich denke, ach, stehst auf, gehst runter, trinkst ein bisschen Tee, isst was. Drei Bissen, dann musste ich wieder hoch. Mich hat es geschüttelt, mir war kalt. Isi hat mir dann ein Wärmkissen gebracht. Hat eine halbe Stunde gebraucht, bis ich nicht mehr gezittert habe. Aber ich habe geschafft, Hühnerbrühe aufzusetzen. Ich habe von Dienstag noch, wir hatten ja Dienstag diese Hähnchenoberkeulen, zwei Stück nachgelassen. Die habe ich dann ins Wasser geschmissen dazu. Hier ist ein Knollensellerie, das habe ich jetzt noch ein bisschen klein geschnitten. Zwei Möhren und eine ganze ungeschälte Zwiebel. Und das ist jetzt fertig gekocht und die mache jetzt Suppe fertig. Oder ich schmeiße alles rein und lege mich hin und wenn alles fertig ist, stehe ich auf und zeige es euch. Genau. Ich habe mir gedacht, ich mache so eine Gemüsesuppe. Ich habe die Kiste wieder geplündert im Anbau und mache jetzt einfach alles rein, was da war. So, das ist jetzt die Brühe und ich habe hier 3-4 Kartoffeln, das easy geschält, ich habe dann geschnitten und 2 Möhren und das kommt rein, einfach nur rein. Hier sind ein paar Hände voll grüne Bohnen, einfach auch rein, die brauchen noch ein bisschen. Hier habe ich eine rote Beete, die hat so viele Vitamine, da habe ich gedacht, nimm's mit. Schadet nicht, auch wenn das denn die Farbe verändert, ist wurscht. Ja, und das darf erstmal ein bisschen kochen. Habe ich den jetzt richtig angemacht? Habe ich noch gar nicht angemacht, okay. Mache ich jetzt an. Der war heiß, ich habe das jetzt nur ausgemacht, damit ich schneiden konnte in Ruhe. Und dann habe ich noch eine Zwiebel, eine Paprika und 2 Stangensellerie. Und hier drinnen, Momentchen, alles raus. Hier drinnen habe ich 2 Zehen Knoblauch, große Zehen. Dann ungefähr hier Ingwer, ungefähr so ein Stück, so 2 cm Ingwer und eine kleine Chili. Das habe ich jetzt auch klein geschnitten, das kommt alles mit rein. Und hier habe ich eine ganze Zwiebel, ich hole jetzt einfach eine Pfanne. Und schneide ich, genau, mein Gehirn ist auch matsch vom Fieber, brate die kurz an. So, da habe ich jetzt die ganz, ganz, ganz große, so eine riesengroße Pfanne. Die mache ich jetzt an, gebe da ein klein bisschen Öl rein. Und dann die Zwiebel. Und dann brate ich das an. Genau. Und in der Zwischenzeit muss ich jetzt mal die Dinger hier und Schlafanzug an, den mit den Aristocats drin. Jo. Das ist schon ganz gut, dass ich mir doch mehrere gekauft habe in letzter Zeit. Momentan muss ich alle paar Stunden einen neuen anziehen. Ja, und da, solange das hier kocht und die Zwiebel anbrät, pule ich das Fleisch ab von den Knochen. Jo. Und das kommt auch zum Schluss rein. Die Knochen kommen hier rein. Die Haut brauchen wir auch nicht. Mir geht es auch gar nicht um das Fleisch, sondern einfach um die Brühe. Ich habe das jetzt ein bisschen abkühlen lassen, damit das einfacher ist, für mich das klein zu machen. Und das kommt einfach rein. Das nennt sich heute Hühnergemüsesuppe für arme, kranke mich. So, denke mal, so nenne ich auch das Video. Vom Arzt kam noch kein Anruf. Ich habe noch immer keine Ahnung, ob ich Corona-negativ bin, aber ich denke schon. Die Zwiebel ein bisschen umrühren, damit sie mir nicht anbrennt. Ich muss nur ganz kurz anrühren. Ich mag einfach diesen
das Aroma mehr von der Zwiebel, wenn der gebraten ist. Ja, es ist nicht wirklich viel Fleisch, aber darum geht es mir nicht. Ne? Das reicht dann schon. So. Ich gebe jetzt einfach alles rein. Alles in den Topf. Ich kann nicht mehr stehen. Ich schmeiße jetzt alle Zutaten, das ganze Gemüse einfach rein. Hier eben Paprika und Sellerie, Stangensellerie. Und hier habe ich, wie schon sagte, Chili, Knoblauch und Ingwer. Ein bisschen andere Hühnersuppe heute, es ist aber egal. Und das Fleisch und der gekochte Sellerie kommt schon dann zum Schluss. Und wenn alles halb gar ist, kommt ein bisschen Ebel rein. Genau, das wollte ich noch mit reingeben. Ja, das wird dann auch schon super sein. Jetzt würzen wir die ganze Geschichte noch. Habe ich noch gar nicht. Ich habe auch vergessen, vorhin die Hähnchenkeulen zu salzen. Also, Salz. Nachher gucke ich, ob das genug ist. Pfeffer. Nicht zu viel. Wir haben schon Chili und Ingwer und Knoblauch drin. Dann, ich denke mal, Majoran ist ganz gut da drin. Dann Dill. Ein bisschen. Noch besser wäre natürlich frischen. Und Kurkuma. Ich wollte Kurkuma mit reingeben. Mal gucken, wie lange. So ein Teelöffel vielleicht. Upsala. Okay, ein bisschen mehr ist es geworden. Ist ja egal. Dann haben wir ein bisschen mehr Kurkuma drin. Ist super gesund. Ja. Und ein paar Lorbeerblätter. Eins, zwei. Genau. Und jetzt drehe ich ein bisschen runter, weil das ja schon kocht. Und lasse das alles halb gar, also fast gar kochen, bevor dann die Ebli reinkommen. Und ich selber packe mich jetzt nicht ins Bett, sondern hier aufs Sofa. Ich muss mich nur wahrscheinlich umziehen. Also nicht wundern, falls ich beim nächsten Mal, wenn ihr mich sieht in diesem Video, was anderes anhabe. Ne? So, ihr Lieben. Die Suppe kocht jetzt schon eine Zeit lang. Sieht auch schon gut aus. Ich habe jetzt die Ebli gewaschen. Keine Ahnung, wie viele Gramm das sind. So, Pi mal Daumen. Und packe die rein. Genauso wie wandert einfach mal der schon gekochte Knollensellerie mit rein. Und das Fleisch. Das bisschen, was ich da hatte, ist ausreichend. Ja, und jetzt lasse ich das Ganze noch 10 Minuten ungefähr kochen. Und dann ist meine Gemüsehühnersuppe fertig. Ich probiere nur noch mal, ob genug Salz drin ist. Ich habe ein bisschen Wasser aufgekocht und noch reingegeben, weil doch ziemlich scharf geworden ist das Ganze. Ein bisschen mehr Salz noch rein. Aber ansonsten super lecker. Und jetzt lasse ich das so 10-12 Minuten fertig kochen. Die Eblis sind eigentlich in 10 Minuten gar. Und dann zeige ich euch einfach, wie die Suppe fertig aussieht. So, ihr Lieben. Das ist jetzt die fertige Suppe. Ich würde jetzt versuchen, ein bisschen was davon zu essen. Und dann geht's wieder aufs Sofa. Ich sehe aus wie vom Trecker überfahren und genauso geht's mir auch. Total zerstört, irgendwie wird es nicht wirklich besser. Der Arzt hat immer noch nicht angerufen, also habe ich wohl kein Corona. Ne? Sonst wäre schon längst was gekommen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.